Und damit wieder ein dickes Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Samstag. Jawohl. Und wir sind wieder zurück in Action mit World of Warships. Na, wieder unter die Piraten gegangen heute. Und als erstes klassischerweise der Testserver. Denn der Testserver ist da. Und wir möchten hier unterwegs sein, möchten Free XP sammeln, möchten Community Magen sammeln. Ich hoffe, ihr seid alle fit, alle ausgeruht, bereit, um uns ins Abenteuer zu stürzen. Mit der neuen Werft. Die Dyson, tatsächlich. Ja, ihr müsst euch entschuldigen hier, das läuft hier noch eine ganze Zeit. Ja, da kommt halt richtig viel jedes Mal, wenn du den Testserver neu aufmachst. So, gehen wir mal schnell durch. Neuigkeiten. Wird es nicht geben, weil wir auf dem Testserver sind. Wäre ich doch sehr überrascht. Das hat noch nie funktioniert. Und wird auch nie funktionieren. Ja, können wir gleich mal klicken. Kampfaufträge. Schauen wir mal. Allgemein. Special Tasks. Da habe ich noch 14 Stunden. Verdient sie 12.000 Basis-EP und Prost nicht vergessen. Oh. 12.000 Basis-EP für 1.600 Community-Magen. Das können wir mitnehmen. Das sind bloß 1.000. Das können wir auch mitnehmen. Ja, 12.000, das ist halt... Das werde ich off-stream machen. Na, hier. Fahren. Nebenbei. Verbleibende Zeit. 3 Stunden 40. Oh, gibt 5.000. Ach, das wäre diese Spezialdinger, ne? Okay. Öffentliche Testserverbelohnung. 1.000 Basis-EP. 175 Hauptbatterietreffer. Wassereinbrüche. 8.000 Basis-EP. Oh, was bist du? 400.000 Schaden an Schiffen mit der Annapolis. Dann die Edgar, Condé, Yamagiri. Zorki, Defu. Was geht denn? Und richtig was zu tun hier. Dockyard. Verdienen sie 150.000 Creditpunkte. Okay. Das werden wir wohl hinkriegen. Naval Superiority. Was denn das? Special Reward. Okay, wir werden erstmal klassischerweise in die Waffenkammer. Ja, das läuft halt immer noch. So. Während er lädt, kann ich ja hier schon wieder mein Schiffchen losschicken. Oh, hier Schätze der französischen Riviera. Ja, direkt Dublönchen abgegriffen. Und Heimo, wunderschönen Tag wünsche ich dir. Was? Warum soll ich auf dem Testserver für 3,21 hier was kaufen? I don't think so. Alter. Unsinkbarer Sam. Ein Sport machen wir gleich. Müssen das mal den ganzen anderen Scheiß machen. Ja, ja. Dyson weg. Ja, ja, Starter Pack, nehmen wir direkt hier. Hier, Boop, Full Head, ja. Operation, Operation, Operation. Da kriegt man natürlich raus. So. Z
So, jetzt gehen wir kurz in den Plan. Was sagt denn der Plan? Das sind alles Zufallsgefechte. Ja, das ist alles Zufallsgefechte. Na gut, das nicht, aber Hauptbatterie, Treffer. Okay, ich schätze mal, wir fangen mit dem an, weil das echt speziell ist. Machen Sie 400.000 Schaden an Schiffen mit Annapolis. Okay. Beziehungsweise mit dem Dockyard. Was gibt's denn, wenn wir das Dockyard machen? Wäre cool, wenn ich die News hätte. Warships. Gibt es was fürs Dockyard? Da, erste Runde. Das brauche ich. Superschiffe. Stelle 34 Schiffsbauphasen fertig, mindestens 5 von ihnen müssen durch Abschluss von Kampfaufträgen gemacht werden. Jo, jo, jo. Huh. Okay. Klassisch. Okay. Habe ich denn Annapolis? Das ist eine gute Frage. Obwohl, ich kann auch eigentlich hier klicken. Ich habe eine Annapolis. Muss ich hier irgendwelche Boni erfüllen? Nur 100 Bänder, Schaden, Gewinn. Bombentreffer, Torpedotreffer. Okay. So. Dauer von 80 Grad Drehungs. Klar. Scheißegal, ob mich einer sieht, oder? Das ist ein Testserver. Naja. Das ist Gratis-Schaden. Das ist einfach 5% Gratis-Schaden. Ab 190 mm, was halt meine Hauptbatterien einfach sind. Puff. Puff. Ladezeit Sekundärbatterie ist für ein Poppes. HE und SAP. Ja, ich werde wohl eher AP schießen. Irgendwie finde ich hier gibt es echt wenig, was du skillen könntest, oder? Dann nehmen wir dich halt noch mit. Dich noch mit. Dich noch mit. So. Jetzt haben wir ihn geskillt. Wir sind im Zufallsgefecht, das passt auch. Machen wir erstmal einen Sport. So. Erstmal wegfahren. So, Mo, wie geht's dir eigentlich? Alles fit?
So, kurz mal Freunde vertreten. Puh. Ja, beim Einkaufen gewesen. Die Beine wurden halt schon bewegt. Aber Sport ist wichtig. Wo ist meine Sporthose? Auch nicht. Ganz langsam, weil ist halt wieder der erste. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30. Das rächt sich halt natürlich immer vorher ordentlich gegessen hat. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50. Jetzt warm. So schnell kann es gehen. So, ja. Aha. Und das Volo ist auch da. Hallo, hallo. Oh, die ersten 50. Die ersten 50 haben wir hinter uns. So. Wenn man merkt, ich will nicht sagen, ich habe geslackt, ne, aber wir haben nicht ordentlich durchgezogen. Und das merkst du halt wieder. Uff. So. Es dauert einen Moment. Dauert einen kleinen Moment, bis ich wieder einigermaßen. So, du wirst zurückgerufen. Du kannst weiter forschen. Abbauen. Alles geschillt. Na, es geht auch. So. Wir sind in der Queue. Nur das zählt.
Also, das hast du mal besser gemacht. Ja. Man merkt halt sofort, wenn du halt nicht wirklich was machst. Also, das heißt nicht wirklich was machst, ne? Ich habe halt ein bisschen weniger gemacht als sonst üblich. Muskeln bauen halt sehr schnell ab. Das unterschätzen halt viele. Ja, in einer Woche sind deine Muskeln komplett weg, fast. Deswegen habe ich es auch richtig langsam gemacht, damit halt. Die mussten sich wieder dran gewöhnen, erstmal. Und Prost. Ah. Und dass ich zum Mittag ein Baguette gegessen habe, das hilft jetzt auch nicht. Rechter Ellenbogen, linkes Knie. Im Wechsel. Nee, ich muss jetzt keinen Wechselschritt machen. Ah, ich habe das hat, die Übung hat auch, glaube ich, einen eigenen Namen sogar. Keine Bots, ist schlecht. Keine Bots ist schlecht. Unglücklicherweise gab es heute beim Einkaufen keine Karotten mehr. Also es gab halt schon Karotten, aber die waren halt richtig groß. Die eignen sich halt nicht für zum Munchen nebenbei. Die Übung ist auch gut für den Bauch. Ja, aber nicht, wenn du gegessen hast. Weil dann siehst du nämlich was ganz anderes. Warum ist denn hier so viel Nebel? The fuck? Seht ihr das auch, was ich sehe? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich sehe kaum die Insel hier. Leute, hier direkt vor mir ist eine große Insel. The fuck? Das ist die neue Karte mit dem Nebel. Ah ja, die Karte hier. Stimmt, das ist eine neue Karte. Ist da Nebel? Nasi Goreng gab es heute bei mir. Okay. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Alter. Du siehst ja die Hand vor Augen nicht. Jetzt siehst du die Insel hier. Da ist auch eine Insel. Das ist die hier. Na, die Geräusche ist doch voll geil. Habe ich früher sehr gern gegessen. Tatsächlich gab es beim, wie soll man sagen, da wo ich studiert habe, gab es halt so einen China-Imbiss, so eine Bude halt, ne? Also das ist halt, jetzt, keine Ahnung, 3x5 Meter oder so, ne? Weil so eine Fastfood-Imbiss-Bude. Und da konntest du die Nasi Goreng auch holen und das Geile dabei war, du konntest dann diese rote Knuspersoße da machen. Keine Ahnung, war so eine scharfe rote Soße. Die hat aber auch einen Durchschlag, oder? Und nochmal, wenn wir es können. Das tut weh jetzt.
Hahaha. Was macht eigentlich das F? Aha, nicht so prickelnd. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Alter, so eine Annapolis, ey. Was der wegpumpt. Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Ja, aber ich habe getroffen. Naja, wer soll den denn treffen da hinten? Diät und 8 Portionen, okay. Ach so. Der muss halt weg da, ne? Oder wir schießen der Vermont gut in die Seite. Das könnte hilfreich sein. Aber mein Mund dürfte gleich fallen. Hallo, kleine Haugumu. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Okay.
konzentrieren. Gegnerische Zerstörer gesunken. Torpedos direkt voraus. Schade. Okay, mit Schlachtschiffen brauche ich 150.000. Sind das alles Schlachtschiffe? Nee, das sind alles Kreuzer, ne? Na, Kreuzer sind ja schon. 150.000 Credits. Jo, dann. Wir wollen Schlachtschiffe. Warum hatten die Hannover wieder keinen Kapitän? Warum ist Lütjens wieder auf der Pommern? Alter. Nervt halt so ab. Ja, ja. Gib ihm. Alles gut. Das können wir entfernen. Mal gucken, ich will das auch nicht ewig auf dem Testserver bringen. Noch ein paar Gefechte fahren. Oh, Flüssigkeit. Flüssigkeit ist so super. Oh. Oh nein. Alter, so ein Bastard. Ja. Ist so schwer die Karte. Siehst halt nichts, ne? Die Karte ist mir schon unsympathisch. Gegnerische Streitkräfte entdeckt.
Okay. Da hinten schon eine Hebel gezogen. Ich würde sagen, die Yamagiri da. Der gerade auf die Fresse kriegt. Torpedos voraus! Torpedos direkt voraus! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt! Torpedos voraus! Höhlenbruch! Wasser dringt schnell ein! Problem gelöst! Wir fahren hier umher. Das ist nicht schwer. Torpedos direkt voraus. Torpedos direkt voraus! Feueralarm! Torpedos auf Backbord! Gegnerischer Zerstörer versenkt! Problem gelöst! Ach, na hinten auch noch alles daneben. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. 3,2 Millionen potenziellen Schaden getankt. Ja? In der Theorie gar nicht schlecht.
So. Aber dann können wir Schiff eventuell woanders hinschicken. One. Alles voll, ey. Alles voll mit Spielern. Das ist so grauslich. Jo, dann pumpen wir einfach nochmal das Tier 2 Zeug. Da haben wir ja genug von. Ah, easy. Jo, gib ihm. So, ui, was blinkt hier alles? Container sammeln, mir ein Glück. Bringt das überhaupt was? Container sammeln auf dem Test, aber ich glaube nicht, ne? Gefechtspass. Ja, ja. Werft. So. Aber die 150k sollte ich halt hier haben. Das heißt, da habe ich auch. Oh, guck mal, 100 Bänder. Läuft. Das heißt, mit dem Flieger brauche ich 15 Bombentreffer, Torpedotreffer oder Raketentreffer. Ja, easy. Gewinnen sie ein Gefecht, wäre noch ganz wichtig. Also, CV. Was ist ein High-Ranking-CV, den ich habe? Hier in Roosevelt. Klingt nach Plan. Roosevelt. Ich war übrigens tatsächlich überrascht beim Einkaufen. Die Preise für Tomaten sind gefallen. Krasse Sache. Ich habe erzählt, vor 2 Monaten. Ja, doch. Ja, ist noch März, ne? Also, ja gut, im Februar halt, vor 2 Monaten, ja. Lag der Preis von Tomaten bei 5,99 für die normalen und für 6,99 für die, nur ich glaube, nee, 6,99 war es, also 7 Euro das Kilo. Und jetzt ist regulär der Preis bei 4,99, also sprich 5 Euro, aber sie hatten gerade Angebot für 2,90 fürs Kilo. Musste mal geben, ne? 92 fürs Kilo Tomaten. Und das sind halt, gut, das sind halt Tomaten Elongé, also dieses etwas länglicher gezogen. Tomate ist Tomate. Und muss ich halt mal geben, unter 3 Euro im Vergleich zu 7 Euro vor 2 Monaten. Das ist halt so krass. Gleich mal ein Kilo Tomaten gekauft, oder? Und es gibt eine Weintrauben. Yes. Habe ich mir auch gleich geholt. Ach, ist das Seychellen?
Die neue Karte. Kommen die jetzt immer? Ist das die einzige Karte, die sie haben? Weil ich irgendwas mit Seychellen gelesen habe auf dem Testserver-Ankündigung. Dann ist die doch das, oder? Ja, das ist Seychellen. Okay. Hat so ein bisschen was wie... keine Ahnung. Zwei Brüder für Arme? Oder? Ja, hier eine Insel, da eine Insel. Zwischendurchgang. Oder diese T1-Karte. Wo sich hier der Gebirgszug hier so schwer durchzieht. Und du kannst hier... ist ein Cap in der Mitte und ein Durchgang. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ja, nee, ist klar, Zorki, hä? Gucken, wie viel treffen. 7 Stück. Alter, 7 Stück. Das hat sich doch so gelohnt. Ja, einmal abwerfen. Sind das HE, ne? Ja. Renamed User. Haben sie wohl einen Namen geändert. Oh, da musste aber auch. Ich höre auch Ballast ab. Ja. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Schlimm, schlimm. Ja, 3-0 steht schon wieder. Holen wir uns halt dann nochmal die Petro, oder? Gegnerischer Kreuzer versenkt. Lol. Die Zorki fährt rein. Na, das war schon gewesen. Aber nee. Ziel. Jäger in der Luft.
Ja, der soll den wegklatschen können, ja. Sind das diese Tiny Tims? Nee. Ah, das HE. HE-Schmutz. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Autopilot aktiviert. Torpedos auf Backbord. Alter. Das dauert immer, bis die da aufschlagen. Übel. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg.
Oh. Sport. Habe ich verdrängt. Dann auf. Oh, was ist das? Schattenschleicher? Warum kriege ich Schattenschleicher? Kein Mensch braucht Schattenschleicher. So. Der Sport. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Puh. Aber kurzes Biopäuschen. Bis gleich.